Ich habe hier die Funktion e hoch x, die sollte man zeichnen können, die geht hier durch 1 und dann 1e, 1,2,7. Und wenn ich die Funktion skizzieren soll, gibt es mehrere Möglichkeiten. Die eleganteste ist, ich sehe, dass es eine verschobene Funktion ist. Also wenn ich x Quadrat habe, y gleich x Quadrat, y ist x minus 2 Quadrat, dann ist es eben um 2 Meter falschrum, ja? Also nicht da, wo man denkt, negativ nach links, sondern das war ja das falschrum, sondern um 2 Meter nach rechts verschoben. So nach rechts. Und das habe ich hier auch. Also der Punkt ist dann um 2, der ist dann hier. Der ist so rüber verschoben. Ja. Und das E ist auch um 2 verschoben. Dann der ist hierhin verschoben. Und genau hier ist es auch verschoben. Der Punkt ist darüber verschoben. Und dann habe ich hier so, so, so. Und dann kann ich hier das zeichnen. So, das ist Y gleich e hoch x minus 2. Die Asymptoten wären noch interessant. Ja, wenn x gegen unendlich läuft, e hoch unendlich minus 2 ist auch unendlich. Und e hoch minus unendlich, das minus unendlich minus 2 ist auch 0. So wie bei der e-Funktion